Infotag an vogtländischen Bildungseinrichtungen. Um den Übergang von der Grundschule zum Gymnasium oder an die Oberschule zu erleichtern, öffneten viele Schulen am Samstagvormittag ihre Pforten. Am Auerbacher Goethe-Gymnasium konnten die angehenden Fünftklässler und deren Eltern potenzielle Lehrer kennenlernen und das ein oder andere Ganztagsangebot gleich ausprobieren. Aber nicht nur für die Kleinen war der Tag der offenen Tür gedacht. Für alle zukünftigen Absolventen organisierte das Gymnasium in der Aula eine Bildungsmesse. An Ständen oder bei Vorträgen konnten die Schüler Kontakte mit Firmen und Hochschulen knüpfen und erste Weichen für ihre spätere Karriere legen. Letztes Jahr erhielt die Bildungsstätte das Qualitätssiegel für Berufs- und Studienorientierung. Derzeit lernen über 600 Schüler am Goethe-Gymnasium Auerbach.